So, jetzt kommen wir zu etwas kleinerem, schnuckligeren, kompakten, nämlich die Ära der Heckmotorautos. Es war eine ganze Zeit lang ganz normal und en vogue. Da gab es auch den Fiat 850 und den BMW 700. Zwischen diesen beiden Autos liegen 10 Jahre. Man sieht das ja ganz gut hier auch beim NSU. Der sieht schon so ein bisschen ernsthaft aus. Das hier hat noch was sehr, sehr, sehr Knuffiges. Hier haben wir 28 PS. Der hat schon stramme 55. Und wenn man 28 PS hört, dann denkt man, damit kann man ja gar nicht mehr fahren. Und deswegen werde ich das jetzt mal ausprobieren. Das hier ist eine 1962er Renault Dauphine. Wenn man sich vorstellt, das ist hier die Luxusausführung. Ne? Man hat hier so wunderschöne kleine Täschchen an der Seite. Dieser wunderschöne Schriftzug hier. Das Auto hier ist von 1962 und wurde neu nach Kanada ausgeliefert. Hat dann den Weg zurück nach Europa gefunden. Ja, nach dem großen Erfolg von Fiat CV haben sie sich überlegt, wie soll man das Auto nennen? Wir nennen es einfach Dauphine. Und Dauphine heißt so etwas wie Thronfolger. Und Ondine ist hier die Luxusausführung, bedeutet Nixe. Und der Spitzname mit dieser Pontonform war Savon Deluxe, die Luxusseife. Schon ziemlich süß. Hört auch hier wunderschön der erste Gang gerade verzahnt. Der zweite dann nicht mehr. Das sind 850 Kubik Vierzylinder mit 28 PS. Damit konnte man damals wunderbar mitschwimmen. Fährt wunderschön, hat eine total angenehm ansprechende Lenkung. Man sitzt hier total gut drin. Die ganzen französischen Filme wären undenkbar ohne dieses Auto. Ist auch in Deutschland sehr beliebt gewesen, aber natürlich war da der Käfer der Platzhirsch. Aber du hast hier einen Viersitzer mit Schiebedach. Einfach ein total wunderbar kultiges Auto und vor allen Dingen einfach Heckmotor. Das war früher ja viel häufiger. Jetzt merkst du hier, dritter Gang den Berg hoch mit 70. Tut er sich schon schwer, muss man auf jeden Fall den dritten Gang runter. So, jetzt haben wir die Kuppe erreicht, jetzt können wir den vierten Gang wieder nehmen. Ja, einfach genial. Wenn man sich überlegt, wie alt das Auto ist, es fährt einfach wunderschön. Super Ganganschlüsse, super Klang. Ja, 28 PS auf ein Gewicht von 600 Kilo. Das reicht eigentlich. Also wenn man sich heute überlegt, wie die Leute überall langsam durch die Gegend zweifeln, dann reicht ein Renault Dauphine mit 28 PS auf jeden Fall aus. In der nächsten Folge muss ich mich entscheiden, ob ich den Opel Senator oder den Peugeot 205 Cabrio fahre. Solange solltet ihr auf www.oldtimerspendenaktion.de gucken. Und ab 5 Euro könnt ihr eins von diesen wunderschönen Autos gewinnen. Dafür wünsche ich euch jetzt schon mal viel Glück!